Demonstration für Unabhängigkeit in Katalonien. Sie wollen raus, raus aus Spanien, so sehen es viele Katalanen. Gestern protestierten 180.000 Menschen in Barcelona. Anlass war der Jahrestag des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums. Auf den Straßen gab es Ausschreitungen. Immer wieder gerieten Demonstranten und Polizeikräfte aneinander. Separatisten warfen Gegenstände und Feuerwerkskörper. Zuvor hatten Demonstranten mehrere wichtige Straßen und Bahnverbindungen blockiert. Ohne Gewalt und Aggression verlief die eigentliche Demonstration für eine Unabhängigkeit von Spanien. Zehntausende zogen durch die Stadt. In ihren Händen Wahlurnen, die beim umstrittenen Referendum vor genau einem Jahr verwendet wurden. Ein Symbol. Sie fordern von der Regierung in Madrid, ein neues Unabhängigkeitsreferendum zuzulassen. Doch schon die erste Abstimmung vor einem Jahr war vom Verfassungsgericht verboten worden. Und auch die Katalanen selbst sind gespalten. Umfragen zufolge ist etwa die Hälfte der katalonischen Bevölkerung für die Loslösung von Spanien.